Was ist das, was zum, womit man wegfahren könnte? Sag mal, wenn wir hier schon zusammenarbeiten, können wir uns dann wenigstens am Ende das Gold teilen. Obwohl wir wahrscheinlich sterben werden. Aber so rein theoretisch, falls wir es überleben. Nicht überall festhalten. Am Ende kratzt ihr euch oder ich weiß nicht, stecht euch an irgendwas und dann los, beweg dich. Seid ihr alle geimpft oder so? Ich meine, Rost ist nicht gut. Kriegt man ganz leicht Vergiftungen. Ein reinster Friedhof. Sind da so viele Leichen überall oder? Oh! Oh nein, aber meint, ich dachte, das Leuchten von seiner Taschenlampe ist so ein Zeichen, dass ich mit ihm reden könnte, aber das war nicht so. Eine schwimmende Todesfalle. Und wir gehen barfuß auf der Todesfalle rum, das ist wundervoll. Hätten wir uns nicht wenigstens Schuhe anziehen dürfen. Und warum hatte gerade Alex Schuhe an? Habt ihr das gesehen? Los. Was hat sie denn da fallen lassen? Ein Armband? Oh mein Gott, okay. Das Spiel baut wirklich sehr auf Jumpscares, oder? Die ersten paar Male war es wirklich erschreckend, jetzt gerade eigentlich nicht mehr so. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. The Mask of Madness. Do you dare to look death in the eye? Now showing in... Was steht da? Mess Hall? Mad Hall? In irgendeiner Halle auf jeden Fall. Können wir da auch rein? Nett, dass der Typ gewartet hat, bis wir das Schild fertig gelesen haben. Das ist ein Kreuz. Ich kann ihn nicht mitnehmen, schade. Ich hätte gern Verteidigung gegen die bösen Geister. Oh, jetzt müssen wir gucken. Miller. Die ist einer von den Leuten, die wir gespielt haben, Miller. Und lass mich das da rangucken. Ich habe überlegt gerade, war Charlie vielleicht Miller? Ich meine, Charlie Miller würde passen als Name. Hier lang? Ja. Wir wollen diese Idioten von uns. Können wir auch gucken? Kann ich helfen? Nein? Okay, dann nicht. Das sind aber sehr nette Geiseln. Nehmen wir mein... Okay, diesmal hat der Jumpscare mich erwischt. Das sind sehr nette Kidnapper. Lassen uns alles angucken, warten, bis wir weitergehen. Oh, da ist was. International Memorandum? Random? Weiß nicht, wie man es ausspricht. Darf ich mir das angucken? Warum war das denn sofort wieder weg? Kann ich das irgendwo gucken? Sammlung. Bei mir ist eigentlich alle egoistisch. Ich würde das gerne wissen. Das waren die beiden Bilder. Taucherkrankheit, was ist das? Ach, Moment, Schnellboot. Alex hatte den Bankstick beim Tauchgang. Das sind meine Entscheidungen. Antrag. Laut Brad soll Alex darüber nachdenken. Einen Antrag zu machen? Ich dachte, wir haben nur über die Beziehung geredet. Alex wirkte beim Tauchgang nervös. Ach, das ist von den verschiedenen Leuten. Die anderen haben wir noch nicht. Fliss und so. So Geheimnisse. Ist das das, was wir gefunden haben? Nein, das ist der Flugplan. Das ist eine Kugel. Was ist das? Ist das unter Wasser gewesen? Sonst ist da nichts weiter, ha? Huh? Nein, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich akzeptiere dann, dass wir das nicht lesen könnten, was mich ein bisschen ärgert. Aber das ging so schnell weg. Okay, ihr alle in den Raum. Hey, können wir nicht mit erkunden? Man sieht nicht immer ein altes, verlorenes Schiff. Das ist cool. Werden wir hier eingesperrt oder kommt ihr wenigstens mit rein? Wir werden einfach eingesperrt. Ey, lass uns doch mit erkunden. Hey, es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Ja, eine Taschenlampe bitte oder so. Kriegen wir eine? Ah, danke schön.
Die haben uns tatsächlich eine gegeben, ich weiß es nicht. Okay, so fies sind sie gar nicht, aber ich frage mich, warum sie das nicht einfach... Ich weiß nicht. Ach, ich hab keine Ahnung, was ich für eine Meinung haben soll zu all den Leuten gerade. Im Moment mag ich einfach Julia und Fliss. Die beiden sind ganz cool. Conrad mochte ich. Würde ich auch immer noch mögen, hätte das Geld nicht ins Wasser geworfen. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Ein verlassenes Schiff. Die Dumpfbacken haben Angst. Ja, haben sie, aber wir auch. Nach unseren Beobachtungen ist dies eine Art Schiff. Und noch dazu ein verlassenes. Daher würde ich mal vermuten, dass es irgendeine Art verlassenes Schiff ist. Ach, wirklich? Denkst du, das Schiff ist die Mandschurei, Gold? Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Man sollte trotzdem versuchen, was zu tun, so ist es nicht. Wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ja. Aber sie haben unser komisches Ding für das Boot, also müssen wir das vorher noch holen. Es ist gefährlich hier. Ich bin zu schwer verletzt. Was? Kleinlaut? Ja, Mann. Dem Ach so, wegen seinem Auge. Ich dachte gerade. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Na und, wir können es doch nochmal probieren. Was ist mit ihm? Keine Ahnung. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Aber hier gibt's doch bestimmt irgendwo einer auf dem Schiff, oder nicht? Können wir es kurz schließen? Neugierig. Was ist eine Verteilerkappe? Nee, können wir das kurz schließen? Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Das geht bestimmt nicht, oder? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, ja, okay? Aber... Diese Arschlöcher wissen genau, was sie Wir tun. Könnten doch bestimmt einen finden. Wären diese Typen oder nicht? Nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier ja. raussuchen. Oder gibt es vielleicht ein Beiboot oder so hier? Irgendwas gibt es hier sicherlich. Ich wollte nur sagen, dass... Das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ach so, wir arbeiten doch nicht mehr mit den anderen zusammen. Vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, ja, ja. dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also, ja. Naja, wenigstens entschuldigt er sich. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Na, wenigstens tut er das cool. und entschuldigt sich. Aber es war echt fies, cool. das anzudeuten. Durchsuche den Raum. Wir sind wieder Conrad. Da ist eine Zeitung. Ich will sie lesen. Darf ich sie lesen? Lies mal. So, halten. Was ist hier passiert? Drehen. American Overseas. Bandenmord. Mord von 1947. Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirg im Irak verschwunden. Die Hodgson-Expedition traf letzten September in dem Königreich ein und war nach eigenen Angaben den Relikten. Das können wir nicht lesen. Schade. Was ist das? Nein, nein, oh, bitte schieb das noch nicht weg. Nein, 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 nein. Das machen wir gleich. Ich will nicht schon wieder einen Weg finden, bevor ich mich ganz umgeguckt habe. Können wir reden? Was ist los? Ich genieße nur die Vorzüge unserer Kreuzfahrt. Ist schön, oder? Endlich mal gratis. Ich meine, Stelaline und so sind sonst ziemlich teuer, also. Ein Typ beschwert sich über einen anderen, dass der krank spielt, damit er einen Laderaum nicht bewachen muss. Ich schätze, er war wohl ein Wiederholungstäter. Klingt so, als hätten es alle hier unten gehasst. Tja, und die Moral ist, Finger weg von Laderäumen, in denen es spukt. Ach ja? Vielleicht wollten sie bloß nicht da unten arbeiten. Ja, oder es gibt da Supergeister. Das ist... Was? Geister, aber in 16 Bit. Ich finde den immer noch super, Mann. Warum hat er das mit dem Geld gemacht? Das hat alles ruiniert. Supergeister. Supergeister. Klar. Bleiben wir einfach ruhig und suchen einen Weg hier raus. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen... Was? Gehässig. Wen juckt's, was sie wollen? Sie suchen bestimmt das Gold. Ja, vielleicht brauchen sie ja das Geld und deswegen sind sie so... Volltrottel wollen bestimmt bloß mit dem Mandschurei-Gold schnell Kohle machen. Das existiert vielleicht gar nicht. Was, wenn sie überhaupt nichts finden? Dann werden sie mit uns Geld machen. Also, was tun wir? Entkommen irgendwie. Wir haben zwei Optionen. Provokant, wir wollen ein Abenteuer, oder? Ja, immer das Abenteuer in Dinge sehen. Wir wollten doch ein Abenteuer. Also, besser als das hier geht's doch nicht. Spielst du jetzt den Helden? Für dich spiele ich alles. Ist vermerkt.
Okay. Unangenehm, okay, ist auf die also Uhr schauen gerade. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Ja. Okay, klar. Bis später. Aber ich finde es immer noch so ärgerlich, dass er mit dem Geld ins Wasser geworfen hat. Ich finde ihn an sich cool. Er hat auch eine coole Persönlichkeit, ist witzig und bla. Aber man, das mit dem Geld ins Wasser werfen hat alles ruiniert. Es ist wie so ein arrogantes Stück Dreck war er in dem Moment. Das hat mich sehr genervt. Ich hoffe, er lernt aus seinen Fehlern. Die SS irgendwas. Ein Hund! Ein Yorkshire. Chip-Maskottchen. Oh, wie süß. Wie ist denn sein Name? Na komm, wir nennen ihn Rusty, weil alles so rustikal hier ist, also alles so verrostet ist. Nicht rustikal. Der gute Rusty. So, was ist das? Wir reden gleich mit dir, Julia. Fräulein J. Rivera. Apartment 2, 275 Lockwood Drive. Crescent Springs. Cincinnati, Kentucky. 41027. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang, wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Was ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann. Klasse. Von allen möglichen Orten starb ich beim auf einem Geisterschiff. Beim Wachdienst in den Laderäumen habe ich viel Zeit zum Nachdenken. Es ist dunkel und unheimlich da unten. Einige der Jungs haben da eine Gestalt herumschleichen sehen. Aber ich trage dich immer so bei mir, deshalb wird mir nichts passieren. Schon bald bin ich bei dir. Dann suche ich mir einen Job als Mechaniker und wir können heiraten und 2 Kinder bekommen. Wir werden für immer zusammen glücklich sein. In Liebe, Miller X. Das war bestimmt Charlie gewesen, oder? Oder der andere. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Aber ein süßer Brief. Ich habe aber echt das Gefühl, dass er eine Art Wahn ist, die hier losgetreten wurde wegen dieser Flüssigkeit, die ausgelaufen ist. Also, können wir mit Julia reden? Nein, können wir nicht. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich Geister sind. Okay, das war nicht Julia, das ist nur der Brief nochmal. Ich glaube, das ist diese komische Chemikalie oder sowas. Irgendwas ist da ausgetreten. Das war bestimmt Gift. Eine echt Brille. Unheimlich. Ach so, nur eine Brille. Ist doch nicht unheimlich. Ist Harry Potter in der Nähe. Die müsste eigentlich nur schwarz sein, dann ist er da auserwählt. Wie geht's? Die Tasse aber widerlich. Irgendwas Altes, Vergammeltes da drin. Okay, wir gehen hier hin und jetzt schieben wir das mal weg. Jetzt haben wir nichts mehr zum Angucken. Und ziehen. Komm. Sieh. Und ein alter Schachtsession. Sieht doch kaputt aus oben mit der Wand. Also wir kriegen den bestimmt auf. Hey. Guck, was ich gefunden habe. Oh, okay. Wir werden einfach weggeportet. Dann hätte ich es ja doch schon machen können. Ich kann nochmal dadurch gucken. Das habe ich nicht gemacht. Ich sehe mich im Maschinenraum um. Danny durchsucht die Laderäume. Die sind wirklich nur im Fluchen, oder? Die ganze Zeit. Die sind wirklich nur im Fluchen. Seulement les voler et là on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort et on a des prisonniers. Ça va trop loin tout ça. Vos gueules, fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Ach, man hätte Conrad doch nicht mit seinem Geld geworfen. Hätten sie gar nicht gewusst, dass wir Geld hätten. Verdammt nochmal. Das war so dämlich. Asozial und dämlich. So, können wir helfen irgendwie? Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey. Hierher.
irgendwie eine Nagelfeile oder irgendwas? Oder ein kleines Vielleicht Messer? Können wir ihn aufbiegen und abhauen. Was wäre laut? Wow, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Naja, besser als hier im Raum zu sein. Finden wir es heraus. Obwohl ängstlich, es kann nur besser werden. Ah, okay. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Ich hatte meine Maus schon gedrückt gehabt, leider. Nein, ich mach das. Wir brauchen eine Ablenkung. Okay. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Ich mach eine Ablenkung. Wie? Was soll ich denn tun? Ablenken, versperren. Wir versperren. Ich werde nicht mit Conrad ablenken. Ob die uns umbringen, wenn wir ablenken und den rausfinden, dass alle abhauen, oder ob wir dann als einzige Gefangene noch da sind, wäre... das wäre problematisch, wenn das der Fall ist. Also... Achso, oh. Warum denn die rechte Maustaste, nicht die linke? Was ist denn mit Kacke und Scheiße? Kommen sie wenigstens nicht rein und wir können fliehen. Das ist, glaube ich, besser als abzulenken, ohne eine Tür im Weg zu haben zwischen uns und Dings. Schieben, verstecken. Na, wir schieben noch. Fliss soll durch. Und danach gehen wir. Okay, und jetzt wir. Lass los und rein. Lass los und rein. Renn, 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 renn. Los, 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 los. Oh Gott, ich wollte schon wieder S direkt drücken. Als ob ich da unten gucken würde. Warum sind alle so blind, die nach uns suchen? Die sind wirklich alle blind, die nach uns suchen, oder? Stopp! Ah, jetzt. Okay, ich wollte schon sagen. So ein Kriegsschrei von ihm. Die Angst super verletzt wurde. Wer schreit denn so, wenn er jemanden suchen will? Sind wir nun sicher? Wir sind auf dem Oberdeck. 1.43 Uhr. 21. Juli. Juni. Sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. Wir sind genau einen Tag entfernt, oder? Von der Katastrophe, die damals war. So, wir müssen uns natürlich alles ansehen, bevor wir irgendwo hingehen. Was ist das? Ein Klemmbrett. Ist da was hinten drauf, zufällig? Ja. An die gesamte Mannschaft. Regeln zum Extra-Wachdienst. Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen. Bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Wow, okay. Auf Anforderung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Also, ich habe gehört, wir gehen zu 3A irgendwann. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass 3A ist dann wahrscheinlich der Raum, wo die Chemikalie drin war. Oder ein Leichenraum oder so. Irgendwas ist da passiert. Irgendwas ist da ausgelaufen. Und das hat alle wahnsinnig gemacht. Deswegen sehen wir auch die ganze Zeit Geister. Die anderen sind übrigens schon abgehauen, ne? Die haben nicht mal mehr nach hinten geguckt, um zu warten. Kann ich hier rein? Hallo? Oder bin ich zu... Hätte, um da durchzukommen. Achso, ich muss da lang gehen. Oh, okay. Ich dachte die ganze Zeit, dieses Loch in der Wand ist eine Tür. Die alte Kleidung. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxer. Ach, man, ich mag Conrad. Warum musste er das machen mit dem Geld reinwerfen? Den so unsympathisch gemacht. Das ärgert mich richtig. Sonst wäre das locker mein Lieblingscharakter. Oh mein Gott. Ich hasse das. Warum ist alles voll mit Jumpscares überall? Ah. Ratte. Ist gut zu wissen, wenn wir hier gestrandet sind und nicht mehr wegkommen, haben wir was zu essen. Ich geht's. Ist hier noch was? Nein. Ich finde es übrigens nicht toll, dass wir barfuß überall lang gehen. Die Tetanus spritzen. Hm? Ich hoffe mal, wir haben sie alle. Ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr impfen lassen. Ich müsste das mal wieder machen. Bisher ist nichts passiert, aber falls... Oh, was war das? Da war die Sailor-Frau. Habt ihr das gesehen? Nee, da war die war da. Die war in der Ecke. Ich gehe. Sie war in dieser Ecke. Sie stand da. Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Sie stand da. Dutzende Leute an Bord sein.